Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Herzlich willkommen bei diesem Monatshoroskop Juli 2019 nach indischen Astrologie. Ich biete diese Monatshoroskopen als Blitzberatungen an für nur 10 Euro. Liebe Melina, ich grüße dich, das ist dein Monatshoroskop. Das Bild, was du siehst, ist dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. In diesem Bild, in ein Geburtshoroskop, ändert sich nichts. Das zeigt den Sternenhimmel über dir in diesem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Sonne, Mond und die Planeten machen ihren Bewegungen. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sternen. Und das löst etwas aus im Geburtshoroskop. Diese Bewegung nennt man Transit. Und genau das schauen wir an. 1. Juli 2019. Uranus befindet sich im Widder. Uranus bleibt ziemlich lange, also jahrelang noch im Widder nach indischen Berechnung. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Das erlebst du im fünften Lebensbereich. Entweder mit deinen Kindern oder ändert sich etwas, deine Einstellung kommen, die Erinnerungen, arbeitest an inneren Kind, dann zeigst du Kreativität, deine schöpferische Energie. Das, was du gerade verwirklichst in den kommenden Jahren. 1. Juli, bei Sonnenaufgang ist Mond noch im Stier, im laufenden Tag, übergeht aber in Zwillinge. Ich setze Mond im Stier. Mond aktiviert Themen von Stier und das sind zur Ruhe kommen, die Ruhe bewahren, die Gemütlichkeit, das Leben genießen, etwas Wertvolles im Besitz zu nehmen, aber nicht festhalten und um die Finanzen kümmern. Und das erlebst du im Alltag, in beruflichen Situationen. Dann übergeht Mond in Zwillingen, aktiviert bei dir den 7. Lebensbereich und das heißt Liebe, Partnerschaft. Und dort bewegt sich gerade Sonne und Venus. Sonne ist hier die Monatsthema, dass du die Luftelement verspürst, die Leichtigkeit und wird auch Venus hier auch etwas wird hier auch aktiviert durch die Venus-Energie. Im Geburtshoroskop bedeutet Venus deine Weiblichkeit, deine Erfahrungen in Liebe, Partnerschaft und zeigt auch deine Kreativität. Bei dieser Art von Bewegung, wo Venus etwas aktiviert im Horoskop, kann auch eine andere Frau sein. Aber hier im 7. Lebensbereich würde ich sagen, diesmal handelt es sich um dein Liebesleben. Mars und Merkur ist im Krebs. Die Tierkreis zeichnen Krebs gehört zum Wasserelement und das symbolisiert die Gefühle, also du nimmst es auch intensiv wahr und Merkur verspricht eine Art jugendliche Frische und die Mars-Energie deiner inneren Kraft. Und hier im 8. Lebensbereich bist du in diesem Transformation. Natürlich kann auch anderen Themen auch bedeuten, wie zum Beispiel Ämter. All das, was mit Finanzen zusammenhängt, Erbschaften, Steuerberater, Banken, Finanzamt. Und die Merkur-Energie kann auch ein Termin sein oder ein Vertrag und Mars einer männlichen Person. Jupiter ist in Skorpion.
Jupiter gibt uns Chancen, Möglichkeiten im Leben. Momentan ist rückläufig, das bremst etwas. Und hier im 12. Lebensbereich handelt es sich um Rückzug. Da liegt dein Glück, wenn du die Ruhe bewahrst und bist eher zurückhaltend, bist im Rückzug. Jupiter vergrößert etwas und hier im Skorpion handelt es sich um Gefühle. Es ist Wasserelement und in die Tiefe schauen. Neptun lässt unserem Träume leben, vorausgesetzt ist, wir glauben daran. Neptun bewegt sich hier im Wassermann, ist rückläufig, kann bedeuten, dass momentan ist nicht der richtige Zeitpunkt, die Träume zu verwirklichen. Oder hängt es mit der Vergangenheit zusammen, kommen die Erinnerungen. Saturn und Pluto befindet sich im Schütze. Und das ist dein Aszendent. Saturn ist der Planet der Schicksal. Und das trifft dich persönlich, dass du schicksalhafte Entscheidungen triffst, dass du schicksalhafte Veränderungen hast. Und Pluto zeigt deine innere Kraft und die Konzentration. Konzentriere auf dem Wesentlichen und das bist du gerade du selbst. Hier bewegt sich auch Ketu. Ich nehme die beiden Mondknoten raus aus dem Geburtshoroskop, weil ich brauche die Karten. Das heißt, dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch bewegt sich hier die absteigende Mondknoten und das sind die karmischen Erinnerungen. In diesem Weg sind wir schon gegangen und das, was bei dir die Erinnerungen auslöst hier, das ist deine Persönlichkeit, eventuell Lebenserfahrungen im Ausland. Oder dein Glauben wird auch geprüft. Schütze steht auch zum Religion, zum Glauben. Die aufsteigende Mondknoten, das ist auch ein karmischer Weg, aber etwas, wo wir neue Erfahrungen sammeln, dieses Jahr und nächstes Jahr auch noch hier in Zwillingen. Also machst Lebenserfahrungen, gerade was die Liebe, Partnerschaft betrifft. Venus und Mond steht in einer Verbindung. Das heißt, im laufenden Tag übergeht Mond in Zwillingen und trifft mit Venus. Beide ist weiblich. Venus ist mehr die Liebesplanet und Mond ist eher das Mütterliche. Aber beide ist weiblich. Und hier im 7. Lebensbereich zeigt sehr intensiv deinen Gefühlen. Im selben Tag, 1. Juli, wird Mond Venus von Aldebaran bestrahlt. Aldebaran ist eine von den königlichen Sternen und gilt als Wegweiser, beleuchtet den Weg, öffnet die Augen an etwas und das erlebst du im Bereich Liebe, Partnerschaft. 2. Juli, Mond ist immer noch in Zwillingen und hat einen Einfluss von Orion. Orion zeigt auch die Richtung, zeigt nach Nordpol und das ist die Neuorientierung. In diesem 2. Juli ist ein totales Sonnenfinsternis, das sind karmische Themen und vielleicht etwas noch erkennen und orientieren. 3. Juli ist Mond immer noch in Zwillingen und hat einen Einfluss von Alhena. Alhena bedeutet übersetzt das Zeichen. Wir bekommen ein Zeichen, eine Botschaft. Und wir sollen auf diese Botschaft achten. Es muss nicht eine Nachricht sein, sondern ein Zeichen, ein Traum oder ein Nummernschild oder ein Bild oder ein Buchstabe. Und wir werden das verstehen, was will das für uns sagen. 4. Juli übergeht Mond im Krebs.
und aktiviert unsere Gefühlen. Und wenn wir intuitiv sind, dann verspüren wir die richtigen Momente im Leben. Wann ist gut zum Handeln, wann ist besser schweigen, zurückhaltend sein? Das zeigt Krebs, wenn wir auf unsere Intuition vertrauen. Im selben Tag, 4. Juli, steht Mond in Verbindung zum Mars und dann mit Merkur, aktiviert beiden Planeten auch im Krebs. Hier handelt es sich um Kontakten, Gesprächen, Terminen, Nachrichten oder einen Vertrag. Und mit Mars-Energie entweder die Kraft, dich zum Durchsetzen oder eine Begegnung mit einer männlichen Person. 5. Juli. Mond ist immer noch im Krebs und befindet sich in seiner Umlaufbahn im nächsten Punkt zu unserem Planet Erde und aktiviert unsere Sehnsüchte und Wünsche. Und weil das so nah zu Erde befindet, da sind die Chancen, Möglichkeiten, diesen Wunsch verwirklichen. 6. Juli ist Mond im Löwe und hat einen Einfluss von Regulus. Regulus gilt auch als königlichen Stern, das ist das Herz der Löwen und das ist eine Herzensangelegenheit, was hier aktiviert wird. 7. Juli ist Merkur im Stillstand. Das bleibt alles stehen, geht nichts voran. Und Merkur befindet sich in seiner Umlaufbahn am weitesten Punkt aus der Sonne aus gesehen. Sonne gibt die Klarheit, auch die Wahrheit. Und weil das so weit weg ist, diese Merkur-Energie, es ist schwierig, etwas zu klären und dazu noch auch im Stillstand. 8. Juli wird Merkur dann rückläufig. 8. Juli ist Mond im Jungfrau und in diesem Tag können wir etwas bereinigen oder es ist gute Energie zum Heilung oder bringen wir etwas in Ordnung. 9. Juli ist Halbmond. Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in Spannung steht und das spüren wir auch. Es fehlt etwas. Es fehlt als Ausgleich die Wasserelement. Und Wasserelement herrscht über unserem Unbewussten, beeinflusst unsere Gefühle. Und wenn wir intuitiv handeln oder sind wir gefühlsvoll, dann finden wir die inneren Balance, die inneren Gleichgewicht. Im selben Tag, 9. Juli, steht Sonne und Saturn gegenüber, die spiegeln etwas. Bei Sonnenthemen handelt es sich entweder um die Wahrheit und es ist wichtig, dafür die Wahrheit einsetzen, das in Ordnung bringen. Bei Sonnenenergie handelt es sich oft um Vater oder Vaterbild oder Erinnerungen an die Kindheit. Sonne bedeutet oft auch eine männliche Person, der was zum Sagen hat. Und das spiegelt sich. Und hier müssen wir lernen, hier müssen wir etwas in Ordnung bringen. 10. Juli ist Mond im Waage. Themen sind inneren Gleichgewicht, Harmonie, Wahrheit, Gerechtigkeit und Partnerschaft. Dazu kommt die 11. Lebensbereich, die Wünsche bewusster wahrnehmen oder im Freundeskreis dafür sorgen, dass das hier alles harmonisch verläuft. Dieser Mond, Bewegung hier im Waage, hat einen Einfluss von Spica am 10. Juli. Spica ist die Weizenehre der Jungfrau, befindet sich im Grenzbereich zwischen Jungfrau und Waage. Und das heißt, alles, was wir heute beginnen, das trägt auch Früchte. Bei dir sind Themen, deine Wünsche zu verwirklichen oder Freundschaften schließen.
13. Juli ist Mond in Skorpion und trifft mit Jupiter. Hier ist eher der Rückzug, die Nachdenklichkeit, in die Tiefe schauen, die Ursache an etwas erkennen. 14. Juli bewegt sich Mond im Schlangenträger. Dieses Standbild gehört nicht zum 12 Tierkreiszeichen, obwohl befindet sich im Ekliptik. Der Schlangenträger ist nichts anderes als Asklepios, der himmlische Arzt, und hier brauchen wir Heilung. Asklepios begegnet sich aber mit zwei Schlangen, ist auch der Schlangenträger. Die eine Schlange lügt und hat die Gift in sich und die andere Schlange sagt die Wahrheit und das ist die Heilkräuter. Und hier müssen wir entscheiden, woran glauben wir, oder vorsichtig sein. Es kann passieren, dass wir mit Lügen und Intrigen was zu tun haben. Im selben Tag, 14. Juli, steht Sonne und Pluto gegenüber. Und hier wird auch etwas gespiegelt. Sonne ist die Wahrheit, die Klarheit. Steht aber mit Vaterbild auch in Verbindung oder einer männlichen Person, was zum Sagen hat. Und Pluto ist die Konzentration. Konzentriere auf dem Wesentlichen. Woran liegt die Wahrheit? Lass dich nicht ablenken, sondern bleib in deiner inneren Kraft, von deiner Überzeugungskraft und versuch anderen auch davon überzeugen. Hier muss die Gleichgewicht, die Balance finden. 15. Juli ist Mond im Schütze. Juli ist Vollmond im Schütze, exakt um 22.38 Uhr auf dem absteigenden Mondknoten und wird das ein partielle Mondfinsternis sein. Haben immer karmische Themen. Mond trifft mit Saturn, Mond trifft auch Pluto. Das hat mit Reisen was zu tun, hat aber auch mit deiner Persönlichkeit was zu tun, deine Persönlichkeit in Ausdruck zu bringen. Dieser Vollmond wird von Nunki bestrahlt. Dieser Nunki wurde bei Assyrer, später bei Babylonier verehrt und zeigt einen heiligen Ort. Ich würde jetzt sagen, das ist ein Kraftort. Und da können wir uns auftanken. Ein Platz, wo wir zur Ruhe kommen. Möglich ist auch, weil hier um karmische Themen auch handelt, wir sind auf die Reise und in einen Ort, wo wir noch nie waren und haben wir das Gefühl, das kommt so bekannt vor. Wir kennen das vom früheren Leben. Ist auch möglich, dass das auslöst. 17. Juli ist Mond im Steinbock. Und Sonne übergeht im Krebs und beginnt ein neues Monatsthema. Und das ist Familie, das ist die Krebsenergie. Und auch unserer Intuition verspüren, wann ist der richtige Augenblick zum Handeln, wann ist besser zurückhaltend sein. 20. Juli ist Mond im Wassermann. Aktiviert Themen, was zu Wassermann gehört, mehr Leichtigkeit, anderen Bewusstsein, das zu verspüren, einzigartig zu sein, außergewöhnlich zu sein, einen Weitblick zu haben. Und hier bewegen wir uns in Schule des Lebens und haben wir Kontakte mit unserem vertrauten Umgebung oder Verwandten. 21. Juli befindet sich Mond in seiner Umlaufbahn in die weiteste Punkt aus der Erde aus gesehen und aktiviert unsere Sehnsüchte und Wünsche. Aber weil das so weit weg ist, neigen wir dazu, davon zu laufen oder sagt jemand, oh, träum nicht so viel, das wird sowieso nicht. Im selben Tag steht Merkur und Sonne in einer Verbindung. Sonne ist hier
Da habe ich die falsche Karte. Das war die falsche, hier Sonne, genau. Und hier haben wir eine Sonne-Merkur-Verbindung und das sind Gespräche, Kontakte, klärenden Gesprächen. Kann auch möglich sein, dass wir die Wahrheit erfahren. 22. Juli ist Mond in Fischen. Die Tierkreiszeichen Fischen gehört zum Wasserelement und das hat mit unseren Gefühlen was zu tun. Und das ist die Angstbefreiung. Dann befinden wir wirklich in richtige Richtung im Vertrauen. Vertrauen, das Fluss des Lebens und hier im vierten Lebensbereich gibt uns das die Halt, die Sicherheit und Stabilität und aktiviert bei dir auch die Wohnsituation. 23. Juli bekommt Mond einen Einfluss von Stammbild Walfisch. Dieser Walfisch ist nicht gut gesinnt. Das ist ein Feind und das kann bedeuten, dass du einen Besuch hast, hier in Wohnsituation ist es, oder jemand versucht, einen Einfluss zu nehmen. Aber bleib in deiner Meinung. Lass das nicht zu, dass jemand versucht, dich auf etwas erzwingen. 24. Juli ist Venus im Krebs. Das kann ein Kontakt sein mit einer weiblichen Person und handelt sich um Finanzen, ein Termin im Finanzamt oder eine erbschaftliche Situation. Aber im achten Lebensbereich sind auch andere Themen wie Erneuerungsprozessen, eine Wandlung und dann handelt es sich um deine Weiblichkeit oder in deine Liebesangelegenheit und aktiviert hier auch die Intimität, Thema Sexualität. Im selben Tag, 24. Juli, steht Merkur und Venus in einer Verbindung. Das kann eine Nachricht sein von einer Frau, Gespräche mit einer Frau oder Gespräche über die Liebe. 25. Juli ist Mond im Widder. Es ist Halbmond, exakt um 2 Uhr 18 Minuten. Halbmond bedeutet, Sonne und Mond steht in Einspannung und das fühlen wir auch. Es fehlt etwas. Es fehlt als Ausgleich die Luftelement, die Leichtigkeit. Wenn wir aber etwas loslassen können, all das, was uns bedrückt, und können wir endlich aufatmen, dann kommen wir zum Luft und das schenkt uns Leichtigkeit. Im selben Tag begegnet sich Mond mit Uranus. Uranus herrscht astromedizinisch über unserem Nervensystem und bei Mondenergie handelt es sich um unsere Gefühle oder Mutterbild, Mütterlichkeit, weil Mond steht zu Mutter und Mütterlichkeit. Also hier ist auf jeden Fall Spannung und das hat einen Einfluss auf unser Nervensystem. 27. Juli ist Mond im Stier und aktiviert bei dir Themen, was die Besitz betrifft, die Finanzen betrifft, dein Alltag betrifft, zur Ruhe kommen, die Tage genießen. Außerdem handelt es sich hier bei sechsten Lebensbereich auch um Gesundheit. Du brauchst jetzt die Ruhe. 28. Juli wird Mond von Aldebaran bestrahlt. Aldebaran ist eine von den königlichen Sternen, die Auge des Stieres. Gilt als Wegweiser
oder die Augen öffnen, etwas erkennen. 29. Juli ist Mond im Zwillinge. Bewegt sich im 7. Lebensbereich und aktiviert Thema Partnerschaft. 30. Juli ist Mond auf den aufsteigenden Mondknoten und das sind karmische Themen. Wird von Alhena bestrahlt. Alhena bedeutet übersetzt ein Zeichen. Wir bekommen wieder ein Zeichen, eine Botschaft, ein Symbol, was wir verstehen sollen. 31. Juli wird Mond von Pollux bestrahlt. Pollux ist eine von den Zwillingen, Castor und Pollux. Castor symbolisiert das menschliche, Pollux ist das göttliche, unserem Seele. Und es ist gut, wenn wir in diesem Tag um unsere Seele kümmern. Besser wäre jeden Tag um unsere Seele kümmern. Kann auch auslösen eine seelische Beziehung, eine Partnerschaft, eine karmische Liebe. Im selben Tag übergeht Mond im Krebs. Immer noch 31. Juli, Merkur ist im Stillstand, bleibt alles stehen. Die Kontakte, die Kommunikation, die Termine, dann wird direkt läufig und kommt eine Vorwärtsbewegung. Im selben Tag, 31. Juli, steht Mond mit Venus in Verbindung und das ist eine starke weibliche Energie, kann auch Empfängnis bedeuten. Liebe Melina, so könnte ich deinen Monat beschreiben. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen und auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal, eure Dendera Susanna Medici.